Was geht ab, Don John hier? Heute geht es um das Thema Impulskontrolle. Du kennst sicherlich die Situation, du bist draußen auf der Straße, du bist gerade beim Einkaufen, du sitzt gerade in der Unibibliothek, du bist gerade auf Arbeit und da läuft auf einmal so eine extrem heiße Frau vorbei und denkst, oh shit, die sieht richtig geil aus. Oh, ich würde die jetzt am liebsten ansprechen, aber ich muss auch noch andere Sachen machen, hab noch so viel zu tun. Und was du machst in dem Fall, du unterdrückst deine Impulse. Und immer wenn du deine Impulse unterdrückst, dann fühlst du dich schlecht. Das ist ein unterbewusster Prozess. Die meisten Menschen, wir sind so groß geworden, wir wurden so erzogen, dass es schlecht ist, unsere Impulse auszuleben. Und das ist auch der Grund übrigens, warum viele Frauen sich bei den Männern beschweren, aber auch umgedreht die Männer sich über die Frauen beschweren, dass sie im Bett schlecht sind, weil sie einfach konditioniert darauf wurden, ihre Impulse zu unterdrücken. Und wenn man sein ganzes Leben lang darauf konditioniert wurde, seine Impulse zu unterdrücken, wie soll man dann so ungehemmt und losgelöst beim Sex einfach, sag ich jetzt mal, die Sau rauslassen? Das klappt nicht, das ist schwierig. Aus dem Grund, aber nicht nur aus dem Grund, um dein Sexleben zu verbessern, sondern auch um deinen Selbstwert und dein Selbstbewusstsein zu steigern, ist es wichtig, dass du deine Impulse so weit wie es geht immer freien Lauf lässt. Konkret, was das Frauenansprechen angeht, immer wenn du eine schöne Frau siehst, sprech sie an, weil wenn du sie nicht ansprichst, du wirst dich schlechter fühlen. Und da habe ich selber nach einer Zeit ein kleines Spiel eingebaut. Immer wenn ich rausgegangen bin und eine schöne Frau gesehen habe oder im Club eine schöne Frau gesehen habe, aber die Situation irgendwie ungünstig war und ich habe mich davor gedrückt, sie nicht anzusprechen, habe ich mir einen Minuspunkt gegeben. Und immer wenn ich mich getraut habe, am Tag eine Frau anzusprechen, die mir gefällt, habe ich mir einen Pluspunkt gegeben. Und am Ende des Tages, am Abend, war mein Konto entweder im Plus oder im Minus. Und mein Ziel war es, immer dieses Konto auf Plus zu bringen. Und überleg dir selbst, wenn du mehrmals in der Woche dein Konto im Plus ist, das wird sich nachhaltig auf dein Selbstbewusstsein auswirken. Kannst du dir vorstellen, wie der Gott-Modus, den Gott-Modus habe ich schon oft erklärt, ist, wenn du zum Beispiel im Club bist und du pushst dich in den State, das heißt, du hast verschiedene Interaktionen mit Frauen und irgendwann bist du so losgelöst und in Hemd und locker und du bist einfach da und du trinkst dafür nicht mal Alkohol. Viele versuchen diesen Zustand über Alkohol zu erreichen, aber du hast ihn, indem du einfach dich immer wieder Angstsituationen ausstellst. Aber diesen Gott-Modus kannst du nicht nur an einem Tag oder an einer Nacht erreichen, sondern du kannst ihn aufstacken, quasi über mehrere Tage, über mehrere Wochen, über mehrere Monate und du wirst dich allgemein immer, immer besser fühlen. Du kannst dir vorstellen, es erfordert am Anfang sehr viel Kraft, einen Stein ins Rollen zu bringen, aber wenn er erstmal rollt, dann ist das Beste, was dir passieren kann. Dann wird es dir immer leichter fallen und der Stein wird immer mehr an Geschwindigkeit zunehmen und so ist es mit den Impulsen. Es wird dir immer leichter fallen, wenn du dich dieses Spiel machst und wirklich darauf achtest, dass du die Frau immer dann ansprichst, wenn du sie ansprechen willst, dass du das auch wirklich machst. Und manchmal sind diese Impulse schon so zurückgedrängt, du nimmst es fast gar nicht mehr wahr, dass du eigentlich eine Frau ansprechen wolltest oder nicht, sondern du siehst einfach eine schöne Frau, aber du denkst gar nicht mehr darüber nach, ich könnte die ansprechen oder ich könnte sie vielleicht sogar verführen, sondern du siehst einfach, und da ist einfach dieser Reiz, aber du bist schon so sehr abgestumpft, schon so konditioniert, dass du gar nicht mehr daran denkst, mit ihr zu schlafen. Deshalb entwickel wieder ein feineres Gespür für deine Impulse und jedes Mal, wenn du diesen Impuls hast, geh diesem Impuls nach. Und am Abend setze ich wirklich hin und schaue, ist mein Konto im Plus oder ist es im Minus? Und wenn es im Minus ist, dann geh am nächsten Tag nochmal raus und versuche bewusst, jedes Mal, wenn du deinen Impuls spürst, den Impuls nachzugehen, dann kriegst du wieder einen Pluspunkt. Und dann schau, dass die Summe am Ende des Tages immer Plus ist und nicht Minus. Und du wirst sehen, dass du dadurch allgemein selbstbewusster wirst. Dir wird es leichter fallen, auch in Zukunft, angenommen, du machst es jetzt ein paar Tage, du wirst dich dann schon besser fühlen, das kann ich dir versprechen. Aber dir wird es auch viel leichter fallen, dann umzuswitchen. Zum Beispiel, du bist gerade in einer Alltagssituation, du bist gerade auf dem Weg in die Uni oder auf dem Weg in die Arbeit, du begegnest gerade eine Frau und du siehst sie in dem Moment, in dem du sie siehst, du brauchst nicht mehr so lange, um dich zu überwinden, sondern in dem Moment, wo du sie siehst, du handelst aus dem Affekt heraus, du sprichst sie einfach an. Und das kannst du dir antrainieren, eben über dieses Spiel, indem du regelmäßig dich darauf trimmst, immer deinen Impulsen zu folgen. Kennst du auch Situationen, in denen du einfach in einem Flow warst, in denen du einfach Dinge getan hast oder ohne darüber nachzudenken? Hast du diese Erfahrung schon mal gemacht? Wenn ja, schreib mir diese Erfahrung in die Kommentarfunktion. Ich lese mir das durch. Abonniere meinen Kanal, gib mir einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video.
Passend zum Titel des Themas, unterdrücke niemals irgendetwas. Dieses Zitat, diesen Titel habe ich aus einem Film, und zwar Eine dunkle Begierde. Da geht es um Sigmund Freud und um Carl Jung und um eine Frau, um eine Affäre, die eigentlich nicht stattfinden darf, nicht stattfinden soll. Ich packe den Link zum Trailer in die Videolink-Beschreibung. Es ist ein wirklich klasse Film. Schau es dir an, lass dich davon inspirieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.